Kommen wir also zum dritten Teil des Vortrages, in dem ich versuchen werde, also in diesem dritten Teil des Vortrages den Begriff Rassismus, so wie ich ihn sehe, zu erläutern. Also ich werde versuchen, meine eigene Sichtweise und die Begründung dieser Sichtweise auf dieses Phänomen zu verdeutlichen. Bevor ich damit anfange, vielleicht nochmal ein kurzer Nachtrag zu gerade eben, also der Einstieg 2, die Reflexionsübung. Ich habe dort bei diesen Figuren der Tango-Tanzenden habe ich benutzt eine Idee von Maria Matsuda, die sie nennt, die andere Frage stellen. Und man kann das sehr gut machen, also diese Idee anwenden von Maria Matsuda, wenn man Texte hat, wenn man Filme hat, wenn man Romane hat, wenn man Materialien, Textmaterialien hat, dort zu versuchen, eine soziale Positionierung, die dort beschrieben ist, also etwa die Figur eines weißen Mannes, probehalber, experimentell zu verändern und stattdessen aus diesem weißen Mann probehalber eine schwarze Frau zu machen oder einen schwarzen Mann oder aus diesem Mann ohne körperliche Beeinträchtigungen einen Mann mit körperlichen Beeinträchtigungen zu machen, aus einem heterosexuellen Mann einen schwulen Mann und so weiter und so weiter. Also man kann diese sozialen Positionierungen verändern und das Interessante, was man dann feststellen wird, meistens feststellen wird, dass sich der Zusammenhang in diesem Text, in diesem Narrativ, in dieser Erzählung, in diesem Textmaterial sich irgendwie verändert. Dass es irgendwie eine andere Logik hat, dass sich plötzlich die Geschichte gar nicht mehr so stimmig erscheint oder plötzlich ungewöhnlich erscheint, dass die Logik nicht mehr ganz hinhaut. Und das ist interessant zu sehen, weil wenn man das feststellt, dass sich irgendwas in der Geschichte durch die Veränderung durch die experimentelle Veränderung der sozialen Positionierung verändert, dann hat auch die soziale Positionierung, so wie sie zu Beginn der Geschichte war, eine Bedeutung dafür, um die Geschichte, so wie sie erzählt wurde, erzählen zu können. Das ist ziemlich wichtig im Nachdenken zu sozialen Positionierungen. Und da eignet sich diese Methode, die Maria Matsuda, die andere Frage stellt, meint, sehr gut. Und man kann das mit allen möglichen Texten ausprobieren und dann diskutieren. Wir kommen zum Begriff Rassismus. Meine eigene Vorstellung, Idee, die ich auch schon in Texten dargelegt habe, zu Rassismen ist, dass ich Rassismen fassen möchte als individuelle, kollektive, institutionelle und strukturelle Praktiken. Also es geht nicht einfach nur um Ideen oder Vorstellungen, sondern es geht darum, wie Dinge gemacht werden, was Menschen tun. Es geht um Handlungsweisen und es geht um institutionelle Handlungsweisen, um Handlungsweisen in einer bestimmten Struktur. Es geht um kollektive Praktiken und Handlungsweisen und um individuelle. Was für Praktiken sind das eigentlich? Was für Handlungsweisen, was für Tätigkeiten, was für Narrative und so weiter sind es? Es geht bei diesen Praktiken um die Herstellung oder die Reproduktion von Bildern, Denkweisen und Erzählungen über Menschengruppen. Also es geht um die Herstellung, die Reproduktion. Also man macht das entweder ganz neu, was wahrscheinlich selten ist, oder es wird zurückgegriffen auf etwas, was schon da ist, aus irgendwelchen Gründen, und reproduziert dann Bilder, Denkweisen, Erzählungen über Menschengruppen. Also solche Praktiken sind es. Und zwar über Menschengruppen, die jeweils vorgestellt werden, gedacht werden, präsentiert werden als statisch, unveränderbar, als homogen. Einheitlich, sind alle gleich und über Generationen durch naturhafte und oder kulturelle Erbfolge verbundene Größen. Also die nächste Generation wird durch die erste Generation produziert und
die nächste Generation wieder. Also es gibt so eine Art Erbfolge in dieser Vorstellung. Also es gibt bestimmte Praktiken der Herstellung von Bildern über Menschengruppen und diese Menschengruppen werden als statisch, homogen und über Generationen durch Erbfolge verbundene Größen vorgestellt, wobei dann gleichzeitig explizit oder implizit unterschiedliche Wertigkeiten behauptet werden, unterschiedliche oder Rangordnungen überhaupt und Hierarchien behauptet werden und Unvereinbarkeiten zwischen den so imaginierten Großgruppen. Und es werden Zusammenhänge zwischen äußerer Erscheinung und einem inneren Äquivalent psychosozialer Fähigkeiten suggeriert. Also es wird darüber nachgedacht, dass man, wenn man von außen drauf schaut, ist das Äußere sozusagen ein Zeichen, ein Merkmal für etwas Inneres, für bestimmte psychosoziale Fähigkeiten, die Menschen haben oder nicht haben. Das ist auf jeden Fall die Behauptung, die Vorstellung, die Konstruktion. Wenn also in dieser Weise, mit solchen Praktiken, mit solchen Bildern über Menschengruppen, mit solchen Behauptungen von unterschiedlichen Wertigkeiten, mit solchen Annahmen über Zusammenhänge zwischen Außen und Innen, wenn also in dieser Weise Rassen, Kulturen, Völker, Ethnien, Nationen, Stämme und oder Religionen konstruiert werden, dann würde ich von Rassismus sprechen. Also das sind verschiedene Elemente, die für mich zu Rassismen dazugehören, wobei vielleicht einschränkend gesagt werden muss, dass nicht in voller Gänze überall immer alles sozusagen gleichzeitig vorkommt. Also das scheinen mir wichtige Elemente zu sein, die ich bei den meisten Rassismen entdecken kann. Es geht also zentral darum, und das ist mit dem Konstruiertwerden, das ist sehr wichtig. Es geht nicht darum, dass Rassen irgendwie so da sind von Natur aus oder durch die Biologie, sondern es werden in einem gesellschaftlichen, historischen Prozess Vorstellungen, Ideen über Rassen hergestellt und dann sehen wir sie. Dann können wir Menschen damit markieren, einteilen, ordnen. Und das Gleiche können wir mit bestimmten Vorstellungen über Kulturen, Völker, Ethnien und so weiter machen. Also es sind gesellschaftlich-historische Prozesse des Machens von und das können wir auch als soziale Konstruktionen bezeichnen. Gleichzeitig ist für Rassismus dann aber ziemlich wichtig die Frage nach der Macht, der Dominanz bzw. der Herrschaft oder Vorherrschaft. Die Frage nämlich, welche gesellschaftlichen Kräfte sind, mit welcher Konsistenz, also mit welcher Regelmäßigkeit, Kontinuität, mit welcher also Qualität vielleicht auch, mit welcher Materialität, mit welcher Durchdringungstiefe, in welchem Ausmaß in der Lage, solche Vorstellungen, Erzählungen, Bilder und Praxisformen zu Rassen, Kulturen, Völker, Ethnien, Nationen, Stämmen und Religionen so durchzusetzen, dass sie für viele als allgemeine Annahmen oder Wahrheiten gelten. Also die Frage der Macht, der Dominanz ist von großer Bedeutung. Welche gesellschaftlichen Kräfte sind in der Lage, diese Vorstellungen und Praktiken so durchzusetzen, dass sie als allgemeingültige Wahrheiten, Annahmen gelten können? Das ist eine ziemlich wichtige Frage. Und wenn man so eine Skizze baut, also so eine theoretische Vorstellung, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir, und da komme ich dann nachher auch drauf, dass sich sehr machtvolle, sehr dominierende rassistische Vorstellungen sehe. Und gleichzeitig wird es aber auch rassistische Vorstellungen geben, die eher nur am Rand existieren oder eben nicht so mächtig sind, dass sie als allgemeingültige Annahmen für viele oder für sehr viele gelten können. Also das wäre mein Vorschlag zu einem Rassismusbegriff. Etwas anders akzentuiert ist das in diesem Buch von in den Sammelband von Sharatov, Melter, mir und Paul Metscherill.
Wir weisen dort nochmal auf die generellen, also Rassismus als generelles Muster der Unterscheidung hin. Es wird dort nochmal diese verschiedenen Ebenen betont in diesem Rassismusbegriff, also diese Praktiken, die ich vorher angedeutet habe, werden dort noch ein bisschen vielleicht prägnanter formuliert. Gesetze, Institutionen, alltagsweltliche Interaktionen, individuelle Selbstverständnisse, also werden so ein paar Beispiele genannt. Diese generellen Muster der Unterscheidung stehen dann optional zur Verfügung. Diese Unterscheidungen werden zu einem Strukturprinzip gesellschaftlicher Wirklichkeit und zumeist geht es dabei um herabwürdigende und benachteiligende binäre Unterscheidungen zwischen einem sozial konstruierten Wir und einem Nicht-Wir. Das wäre also eine zweite Möglichkeit für einen Rassismusbegriff, wobei ich denke, beide Perspektiven fassen ganz gut zusammen. Eine dritte Möglichkeit ist eine, die Stuart Hall vorgelegt hat, also eine soziale Praxis, sagt er, bei der körperliche Merkmale zur Klassifizierung bestimmter Bevölkerungsgruppen benutzt werden. Diese rassistischen Diskurse oder in diesen rassistischen Diskursen funktionieren körperliche Merkmale als Bedeutungsträger, als Zeichen innerhalb eines Diskurses der Differenz. Es entsteht ein Klassifikationssystem. Wenn dieses Klassifikationssystem dazu dient, so Stuart Hall, soziale, politische und ökonomische Praxen zu begründen, die bestimmte Gruppen Zugang zu materiellen oder symbolischen Ressourcen ausschließen, dann handelt es sich um rassistische Praxen. Also das wäre nochmal eine leicht anders akzentuierte Vorstellung eines zu einem Rassismusbegriffs. Also Sie können sich diese Begriffe nochmal in Ruhe vielleicht anschauen und nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden schauen. Ich entdecke da mehr Gemeinsamkeiten, aber unterschiedliche Akzentuierungen. Für die politische Bildungsarbeit kann man es meistens ja, also steht ja nicht unbedingt nur der Begriff von Rassismus im Vordergrund und man braucht so etwas, wo man vielleicht schneller und etwas prägnanter erklären kann, was man sich unter Rassismus, also was der eigene Rassismusbegriff ist und was man da für Phänomene in den Blick nimmt. In Stichworten könnte man sagen, es geht um die Konstruktion von Großgruppen mit einem Modell und dieses Modell ist dann eben bestimmte Vorstellungen zu sowas, was ist Rasse, was ist Volk, was ist Kultur und so weiter. Und dieses Modell bekommt dann nicht nur, also was ist diese Rasse, also einheitlich, hat irgendwas mit Natur angeblich zu tun und so, das wäre eher das Modell, sondern es hat auch einen bestimmten Inhalt, es ist nämlich auf eine bestimmte Großgruppenkonstruktion bezogen. Das bekommt eine Bewertung, diese Bewertung ist dichotomisierend und hierarchisierend und hat eine bestimmte Durchsetzungsmacht. Und diese Konstruktion von Großgruppen mit der Bewertung und der Durchsetzungsmacht führt dann zu einem allgemeinen Unterscheidungs- und Ordnungsmuster und das kann zu einem Strukturprinzip gesellschaftlicher Verhältnisse werden, das wir untersuchen können. Also das wäre sozusagen Rassismus in Stichworten als Vorschlag für die politische Bildungsarbeit. Wenn wir darüber nachdenken, ne, wenn man hier drauf schaut, also mit einem Modell, was ist jetzt eigentlich das Modell? Und interessant ist ja, dass wir in Deutschland nach Shoah, nach diesen schrecklichen Praktiken, begründet durch rassenideologische Vorstellungen, von nationalsozialistischen Rasseideologen, Wissenschaftlern, Politikern, die solche Konzepte vorangetrieben haben, über Rasse. Wenn wir das hören, dieses Wort in Deutschland, man benutzt es relativ selten und also wir fühlen uns sofort an Shoah in Deutschland erinnern, wenn wir das Wort Rasse hören. Wir hören sofort arische Konstruktion, also die Konstruktion einer arischen Rasse oder wir hören die Konstruktion einer jüdischen Rasse oder einer slawischen Arbeitsrasse und so weiter. Man ist also in Deutschland
eher vorsichtig mit dem Begriff Rasse. Man benutzt ihn nicht so häufig im Alltag, anders wie im angelsächsischen Sprachraum. Und man hat sich irgendwie so angewöhnt, stattdessen lieber von Kultur zu reden. Und in der Tat ist Kultur, wenn es so ähnlich gebraucht wird wie Rasse, also es gibt auch ganz andere Kulturbegriffe, das ist wichtig, es gibt ganz andere Kulturbegriffe, Kultur kann ein sehr wichtiger Begriff sein, aber wenn Kultur mit so einem Modell gebraucht wird, das einen sehr an bestimmte Annahmen und Logiken, die auch bei Rasse vorkommen, erinnert, dann kann diese Vorstellung von Kultur als Sprachversteck für Rasse funktionieren. Also man will nicht mehr Rasse sagen, man sucht irgendwie einen unauffälligeren, angenehmeren Begriff und man sagt dann, Kultur meint aber dasselbe wie Rasse. Und so ein Kulturbegriff, also solch ein Modell zur Kultur wäre dieses so eine Art deterministisches Modell. Dort werden dann die einzelnen Menschen, also die einzelnen Menschen werden an so eine Vorstellung von Kultur aufgehängt. Das hier oben wird als einheitlich, statisch und so weiter konstruiert. Und die einzelnen Menschen hängen also wie Marionetten an dieser Vorstellung. Also ich muss sie gar nicht mehr fragen, sondern wenn ich etwas über ihre Kultur weiß, dann weiß ich im Grunde alles über die Menschen. Also das wäre so ein deterministisches Marionettenmodell. Und das soziale Wissen über Kultur wird dann solchen Subjekten, die da zugeordnet werden und als Marionetten gedacht, übergestülpt. Soweit vielleicht mal. Also wir haben sowas wie ein problematisches Alltagsverständnis von Kultur und dieses problematische Alltagsverständnis von Kultur macht es sehr leicht oder bequem, dies auch zu benutzen innerhalb rassistischer Denkweisen, Vorstellungen, Praktiken. Kultur erscheint dann als statisch einheitliche, verdinglichte Größe. Wir haben das mit dem Marionettenmodell, also festgelegt durch kulturelle Makrofaktoren, schon gehört. Die Lebensäußerungen werden auf die Wirkung dieser Makrofaktoren reduziert. Kultur wird auf diese Weise als quasi naturhafte Größe konstruiert und Kultur dient zur sozialen Konstruktion von Großgruppen. Kultur wird dann zu einem kann zu einem Sprachversteck für biologisch deterministisch gedachte Vorstellungen zur Rasse werden. Wenn man sich den Diskurs anschaut in den Zeitungen, dann dient Kultur meistens als Signal zur Verallgemeinerung. Also wenn da in der Zeitung steht, der Mann, der dies getan hat, war, gehörte zu dieser Kultur, dann weiß man sofort, also eigentlich alle dieser Kultur sind so wie dieser Mann oder die Kultur ist dafür verantwortlich, dass dieser Mann dies oder jenes getan hat. Und wenn man sich die Diskurse anschaut in den Medien, wird man feststellen, dass Kultur oft oder sehr häufig eben dann benutzt wird, wenn es um Migrationsverhältnisse geht. Das scheint mir eine ziemliche Verkürzung und Vereinfachung und Reduktion des Kulturbegriffes zu sein. Also wenn in dieser Weise Kultur benutzt wird, sehr häufig dann, wenn es um Migrationsverhältnisse geht. Man kann solche Modelle natürlich auch mit diesen anderen Begriffen machen, ne? Dann passiert was Ähnliches, also mit Volk, Ethnie, Stamm, Nation, Religion. Mir fällt übrigens immer wieder auf, dass wir in der Alltagssprache gerne reden von Menschen niederländischer Abstammung. Also ich komme selber aus den Niederlanden, deswegen sage ich mal lieber niederländischer Abstammung. Wobei mit dem Stamm, mit den Stämmen, also da sind wir eigentlich voll in diesem Begriffsapparat Rasse, Volk, Ethnie, Kultur, Stamm mit drin. Und Stämme sind sozusagen vorgestellte Phänomene, die durch irgendwie in der Vorstellung Blutsbeziehungen, Familienbeziehungen zusammengehören und dann mehrere Stämme zusammenbilden, dann vielleicht eine Ethnie und können gleichzeitig als Rasse beschrieben werden. Also diese alltägliche Rede von
Abstammung finde ich eigentlich mehr wie unglücklich und ich wundere mich, dass das so wenig auffällt. Kulturalisierung ist ein wichtiger Begriff. Also, ne, ich habe gesagt, also Rassen sind nicht einfach so von Natur aus da, sondern bestimmte Vorstellungen und Praktiken zu Rassen erzeugen, die Ideen zu Rassen wiederum. Und der Begriff, der da benutzt wird für die soziale Konstruktion und für diesen Prozess, ist Rassialisierung. Rassialisierung ist der Begriff für die Erzeugung und Verbreitung von Vorstellungen zu biologisch gedachter Rasse. Und in ähnlicher Weise kann man von Kulturalisierung reden. Dann haben wir einen Prozess der Erzeugung und Verbreitung von Vorstellungen zu Kultur. Und die Kultur wird dann in einer bestimmten Weise gedacht, nämlich so. Also eigentlich ist es dynamisch flüssig, es ist eigentlich vielschichtig, es ist eigentlich pluriform und dies wird aber auf etwas Festes, Statisches, Homogenes reduziert. Das Erste würde eher für einen breiteren, ganz anderen Kulturbegriff sprechen, der nicht zu dieser Kulturalisierung passen würde. Bei Kulturalisierung ist Kultur dann etwas Festes, Statisches, Homogenes. Die Vorstellung einer einheitlichen Großgruppe wird erzeugt bzw. reproduziert. Dabei geraten häufig situative Faktoren, strukturelle Voraussetzungen und oder individuelle Verantwortlichkeiten aus dem Blick. Wenn wir also in dieser Weise über Kultur reden oder in der Schule über die Kultur der Eltern, der Kinder reden, dann schaffen wir es nicht mehr über die Schule an sich und die strukturelle Anordnungen in der Schule und den Unterricht selber und die Selektionsmechanismen und die Bildungsstufen und die Zugänge zur Schule und so weiter zu sprechen. Sondern wir reden dann über die Kultur der Eltern und haben dann bestimmte Vorstellungen. Also die geraten aus dem Blick, solche situativen Faktoren, strukturellen Voraussetzungen, aber auch individuelle Verantwortlichkeiten und wird in dieser Weise über Kulturkonflikt, kultureller Identität geredet und geschrieben, trägt dies zur Ausblendung von sozial-struktureller Benachteiligung und der Rechtfertigung mangelnder Bildungsprogramme bei, genauso wie zu Distanzierung, Ausgrenzung, Abwanderung, Abwertung und Besonderung. Ja, wir kommen damit innerhalb meines Vortrages zum vierten Punkt, zum vierten Abschnitt, nämlich Rassismus auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Formen. Das ist eigentlich relativ einfach, aber es ist gerade also für rassismuskritische Bildungsarbeit, für Antirassismus, für eine Analyse von Rassismen sehr bedeutungsvoll. Birgit Trommelsbauer schlägt zum Beispiel vor, zwischen verschiedenen Ebenen von Rassismen, von Rassismus zu unterscheiden. Sie sagt von strukturellem Rassismus, also Birgit Trommelsbauer, von strukturellem Rassismus spricht man, wenn das gesellschaftliche System mit seinen Rechtsvorstellungen und seinen politischen und ökonomischen Strukturen Ausgrenzungen bewirkt, während der institutionelle Rassismus sich auf Strukturen von Organisationen, eingeschliffenen Gewohnheiten, etablierten Wertvorstellungen und bewährten Handlungsmaximen bezieht. Also der strukturelle bezieht den institutionellen Rassismus mit ein. Also der institutionelle Rassismus wirkt in diesem strukturellen Rassismus. Und dann unterscheidet sie noch die Ebene des individuellen Rassismus. Dieser beruht auf persönlichen Handlungen und Einstellungsmustern und bezieht sich auf die direkte persönliche Interaktion. Man kann es auch noch ein bisschen mehr auseinanderlegen. Dann würden wir sagen, wir haben eine historisch-gesellschaftliche und strukturelle Ebene. Wir haben eine diskursive, kulturelle und ideologische Ebene. Und aufpassen, hier hätten wir dann aber auch einen anderen Kulturbegriff, also einen anderen Begriff von Kultur, wie er innerhalb von Kulturalisierung benutzt wird. Haben wir gerade eben gehört oder habe ich versucht deutlich zu machen. Wir haben eine institutionelle und organisationale Ebene. Wir haben eine interpersonelle und interaktive Ebene und wir haben eine intrapersonale und subjektive Ebene. Also man könnte diese verschiedenen Ebenen unterscheiden und die haben irgendwie alle miteinander was zu tun. Also diese Ebenen
überschneiden sich, aber es macht wahrscheinlich ziemlich oder es macht einen großen Unterschied, auf welcher Ebene wir uns vornehmen, aktiv zu werden, einzugreifen, zu handeln, auf welcher Ebene wir versuchen zu analysieren, Zusammenhänge zu entdecken. Und wir müssen wahrscheinlich genau hingucken, wenn wir überlegen, wo ist denn eigentlich unser Ort einer rassismuskritischen Bildungsarbeit, wo stehen wir da eigentlich, mit welchen Ebenen bekommen wir zu tun und auf welchen Ebenen sind wir mit einer rassismuskritischen Bildungsarbeit handlungswirksam. Das hier ist vielleicht ein Beispiel für, oder ein anschauliches Beispiel für die interpersonell interaktive Ebene. Also hier ein Mann, und wobei man muss immer aufpassen bei solchen Cartoons. Also Cartoons arbeiten grundsätzlich mit Stereotypen und nicht alle Rassisten, die so vorgestellt werden in Cartoons, tragen einen grünen Lodenmantel, haben einen Hut auf, haben eine Aktentasche und einen grimmig ausschauenden Hund neben sich, sondern Menschen, die solche Dinge sagen, sehen aus wie ich und du. Und solche Cartoons machen es uns vielleicht mitunter auch zu einfach, uns davon zu distanzieren und Rassismen an ganz anderen Orten, in ganz anderen Konstellationen zu vermuten. Trotzdem helfen uns gleichzeitig diese Cartoons auch mitunter, um etwas zu verdeutlichen. Und dieser Cartoon zeigt eben auf einer interpersonell interaktiven Ebene, wo dieser Mann hier, zumindest lese ich diesen Auftritt als durch den Zeichner männlich markiert, der will also dieser Figur hier nicht die Zugehörigkeit zu diesem Ort zugestehen, sagt also gefälligst, geh gefälligst dahin, wo du herkommst, und gut, über die Fantasien, die er sich dabei macht, die sind, können wir annehmen, sehr, sehr rassistisch, und er sagt dann irgendwie, was soll ich in Dortmund? Und wir befinden uns also in Dortmund, und in Dortmund findet diese Interaktion statt, beziehungsweise wir sind nicht in Dortmund, sondern wir sind in Düsseldorf, aber er kommt offenbar aus Dortmund, und jetzt sind wir aber irgendwie, also fantasiere ich, sind wir in Düsseldorf, und er fragt sich, was soll ich in Dortmund, während er hier annimmt, also er hat ganz bestimmt nicht an die Nachbarstadt gedacht, sondern an einen ganz, ganz anderen Ort, weit weg und so weiter. Also wahrscheinlich ein Ort, der zu seiner rassistischen Fantasie passt. Das wäre eine interpersonell interaktive Ebene, und wir können uns vorstellen, das kann nicht passieren, ohne dass es diese Geschichte zu Rassismus mit diesen verschiedenen Orten, an der auch er hier denkt, gibt, und ohne die strukturellen Gegebenheiten und die Diskurse, die ihn auf diese Ideen bringen. Ne, das ist sozusagen also eingebettet. Interpersonell interaktive Ebenen sind eingebettet in diese anderen Ebenen, aber nicht identisch damit. Und nicht alle, die sich in diesen Ebenen bewegen, würden diese Schlussfolgerungen ziehen. Okay. Wir können das auch anders darstellen, wenn wir das, also das ist ja eher so eine Vorstellung, also das ist größer und wichtiger und dann geht es darunter und das ist unwichtiger. Wir könnten das auch anders darstellen, indem wir das in so einem Modell nebeneinander stellen und sagen, also uns in der Bildungsarbeit ist das Subjekt sehr wichtig, und wir versuchen also in der Bildungsarbeit bei den Subjekten anzusetzen, damit diese Subjekte anfangen, in ihren Interaktionen mit anderen Menschen, zum Beispiel mit den Kolleginnen, etwas zu verändern und damit auch vielleicht etwas in der Organisation, in der sie tätig sind, zu verändern, und indem sie mit ihren Kolleginnen und individuell und mit der Interaktion auf den Diskurs zurückwirken, ändert sich vielleicht auch ein Stück weit, ein klein wenig dieser Diskurs und damit vielleicht auch die historisch-strukturellen Verhältnisse. Also so ungefähr könnte man sich das vorstellen. Aber das, ne, man merkt das beim Zuhören. Also das sind Riesenschritte, die von einer Ebene zu anderen gemacht werden. Und wir kommen da gleich drauf. Also man muss aufpassen, dass man da mit der Bildungsarbeit nicht zu viel hat, aber gleichzeitig, man ist auch nicht völlig machtlos. Also man kann schon was erreichen, aber
man wird keine großen historisch-strukturellen Veränderungen mit einer Bildungsmaßnahme. Das ist ja logisch. Also verschiedene Bereiche, in denen wir auch handeln mit rassismuskritischer Bildungsarbeit. Und da ist es wichtig, also weil wir ja was mit unserer Kritik, mit unserer Bildungsarbeit, mit einer anderen Praxis etwas erreichen wollen, auch über Wirkung auf und Wirkung durch nachzudenken. Und Wirkung auf, also wir sollten, denke ich, ne, das gilt ganz grundsätzlich, weder von deterministischen noch von monokausalen Beziehungen ausgehen. Und wir haben das in den Rassismustheorien oder beim Rassismusbegriff, wenn wir uns den Rassismusbegriff nochmal anschauen würden oder ihr oder sie ihn sich nochmal anhört, was ich da erzählt habe, dann geht es dort auch sehr zentral darum, keine deterministischen Vorstellungen zu reproduzieren, und das durften und sollten wir aber auch nicht mit unserer Bildungsarbeit machen. Also wir sollten keine Lehr-Lern-Kurzschlüsse vornehmen. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass das, was wir uns vornehmen, zu lehren, dann auch gelernt wird, sondern während wir lehren, ziehen Menschen, die an unseren Programmen teilnehmen, ihre eigenen Schlüsse aus den Dingen, die dort passieren, interpretieren das, was ich angeboten habe, machen was Bestimmtes mit da draus, und also da müssen wir aufpassen, dass wir keine Lehr-Lern-Kurzschlüsse erzeugen in unseren Vorstellungen von Bildungsarbeit. Wenn man aus diesem Determinismus herauskommen will, sind so Begriffe wie Anrufung in Verbindung, dann aber mit Verstrickung, Vernähung, also Artikulation oder Positionierung, sehr sinnvoll. Das führt jetzt aber weit sozusagen in die Theoriedebatte. Ich würde hier eine Position einnehmen, die ist irgendwie, also Tina Spies hat versucht, mit Stuart Hall dies darzulegen, und ich versuche mit Klaus Holzkamp den Begriff subjektiver Möglichkeitsraum darzulegen. Also das sind vielleicht die größeren Theoriediskurse. Was damit gemeint ist, also es gibt sowas wie einen Diskurs, und in diesen Diskursen angelegt sind zum Beispiel rassistische Anrufungen, und diese Anrufungen führen zu bestimmten Subjektpositionen, also zu der Subjektposition. Also ich möchte das jetzt nicht alles wiederholen, was es dort an Schrecklichen in den Medien gibt, aber irgendwie zum Beispiel als Ausländer oder einheimisch oder dazugehörig oder Nicht-Dazugehörigkeit oder so und so seiend. Also so eine Subjektposition, die dann natürlich auch mit bestimmten Erwartungen verbunden ist. Durch diese Anrufungspraxen der Diskurse kommt es dann zu Subjektformierungen. Also das Subjekt, man könnte auch sagen, in seinem Sozialisationsprozess wird das Subjekt in einer ganz bestimmten Weise formiert, übernimmt diese Anrufung, geht damit um, und dieses geht damit um ist ziemlich wichtig, also ist nicht nur determiniert und festgelegt durch diese Anrufung, sondern diese Anrufung wirkt sich auf den Möglichkeitsraum aus, und in diesem Möglichkeitsraum gibt es dann, also man kommt von dieser Anrufung vielleicht nicht ganz weg, aber es gibt die Möglichkeit, sich selber zu positionieren, also die Subjektpositionierung, die Tina Spies mit Hilfe von Stuart Hall ziemlich betont. Also man artikuliert sich in Bezug auf die eigene Subjektformierung in einer bestimmten Weise. Und diese Artikulation, die wird auch als Vernähung in dem Diskurs verschrieben, die wirkt wieder auf den Diskurs zurück. Jetzt sind natürlich die Verhältnisse hier, dieser große Pfeil und dieser Pfeil, also man kann sich schon vorstellen, dass Gesellschaft, Geschichte, Diskurs ein ziemlich mächtiges Phänomen ist, das auf uns Einzelne einwirkt und wahrscheinlich viel mächtiger, wie dieser Pfeil zeigt. Und unsere Wirkung auf den Diskurs ist wahrscheinlich viel kleiner, wie das Verhältnis von diesem Pfeil zu diesem Pfeil. Also bitte benutzt hier keine mathematischen Modelle, sondern soll das irgendwie anschaulich machen, was in der Theorie aber sehr schwierig und sehr, also auch, wo wir sozusagen eine komplexe und nicht einfach zu lesende Theorie
brauchen, um solche Prozesse verstehen, durchschauen, analysieren und in ihren Wirkungen sozusagen die wichtigsten Prozesse herausarbeiten zu können. Also wenn wir hier unten sind, ne, also bei diesen Anrufungen und dann Subjektformierung und dann findet eine Artikulation statt, damit ist gemeint, dass es um Interpretation, Lesarten, Kokonstruktion geht, wie immer man das begrifflich fassen will. Also man ist nicht nur determiniert, sondern geht mit bestimmten Möglichkeiten, eben nicht mit allen, aber mit bestimmten Möglichkeiten innerhalb seines Möglichkeitsraums mit diesen Anrufungen um und möglicherweise entsteht sowas wie Eigensinn im gesellschaftlich subjektiven Möglichkeitsraum. Also keine deterministischen und monokausalen Beziehungen, sondern wir brauchen auch in den theoretischen Modellen dann irgendwie andere Modelle, um die Phänomene analysierend durchdringen zu können. Bei der Wirkung durch, also Wirkung durch meine Arbeit, durch meine rassismuskritische Bildungsarbeit, auch da sollte ich darüber nachdenken, das muss in irgendeiner Weise maßstabgerecht sein. Also wir haben schon über den großen, den kleinen Fall kurz geredet, also keine Allmachtsfantasien. Also wir sind nicht allmächtig in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen mit unserer rassismuskritischen Bildungsarbeit, aber wir sind auch nie völlig machtlos. Und es ist wirklich wichtig nachzudenken, wenn wir eine rassismuskritische Praxis entfalten wollen, wie stellen wir uns unsere Wirkung vor und worauf und was bedeutet es dann aber, wenn wir so wirken wollen und uns in der Weise wirkungsmächtig, aber auch wirkungsohnmächtig sehen, was bedeutet das für unsere eigene Bildungspraxis? Wie machen wir das dann eigentlich? Und wir tun es immer in gesellschaftlich subjektiven Möglichkeitsräumen und unsere Perspektive dabei ist sozusagen diese im Sinne einer Rassismuskritik, im Sinne eines weniger an Rassismus und mehr an Solidarität und so weiter, mehr in diesem Möglichkeitsraum möglich zu machen. Also diesen so zu erweitern, dass ein mehr an Solidarität und ein weniger an Rassismus möglich wird. Ganz wichtig dabei ist, wenn wir über unsere Wirkungen nachdenken, zu unterscheiden zwischen Motiv, Absicht, Intention und Auswirkung und Ergebnis. Also das beide ist nicht das Gleiche. Ne? Das, wenn wir hier sozusagen bei unserer Lehre, bei unserem Vorhaben der Bildungspraxis unsere Absicht, unsere Intention verorten wollen, dann ist das nicht das Gleiche wie das Ergebnis. Also das haben wir hier im Grunde schon angesprochen. Diese Unterscheidung ist auch deswegen so wichtig, weil oft Menschen sagen, naja, ich habe das zwar gesagt, aber jetzt hat es den verletzt, aber eigentlich habe ich es gar nicht so gemeint. Und da sehe ich zwei Dinge. Einmal, ich würde gerne in meiner rassismuskritischen Bildungspraxis das habe ich eigentlich gar nicht so gemeint, wirklich ernst nehmen, weil dieses, ich habe es nicht so gemeint, das will ich eigentlich gar nicht, bedeutet, hier ist eigentlich eine Möglichkeit zur Veränderung und jemand, so hoffe ich auf jeden Fall, so lese ich das für meine Bildungsarbeit, kündigt an, daran mitwirken zu wollen, dass sich etwas verändert. Also das habe ich nicht so gemeint, das habe ich nicht so gewollt. Ich will es eigentlich anders machen. Also daraufhin, das wäre eine Chance. Ich würde das, habe ich nicht so gemeint, würde ich jetzt nicht denunzieren in der rassismuskritischen Bildungsarbeit, sondern zuerst mal als eine positive Botschaft lesen. Ich würde aber auch versuchen, unbedingt deutlich zu machen, und das wäre ein Teil meiner rassismuskritischen Bildungspraxis, dass das habe ich nicht so gemeint, aber der Text, den ich gesprochen habe, das Material, das ich produziert habe, den Text, den ich geschrieben habe, die sind in der Welt. Und die entfalten eine eigene Wirkung und die ist unabhängig von dem, wie ich es gemeint habe, sondern die Wirkung, der Effekt dieses Textes ist gesondert zu betrachten. Und das muss ich mir anschauen. Ich muss mir die Wirkung, ich muss mir den Effekt anschauen. Warum, in welcher Weise verletzt dies? Und nachgeordnet, aber sehr wichtig, ist die Intention und Absicht. Wenn es nicht aus einer rassistischen Intention und Absicht heraus geschah, ist die Möglichkeit der Veränderung, so hoffe ich wenigstens, das ist ein Teil der Hoffnung,
größer, wie wenn es sozusagen rassistisch intendiert war, diese Wirkung. Okay, soweit vielleicht erstmal. Ja, das Strukturprinzip finde ich ziemlich wichtig. Es kam ja auch schon relativ häufig vor im Vortrag. Trotzdem würde ich immer achten auf, also Strukturprinzip ist wichtig, aber es geht um ein unterschiedliches Ausmaß. Es geht um unterschiedliche Ausformungen. Es geht um unterschiedliche Schärfe. Es geht um unterschiedliche Dynamiken. Ne, mit den Strukturprinzipien, ich kann natürlich feststellen, also von den Strukturprinzipien her sind diese kapitalistischen Systeme, die wir zum Beispiel in Europa haben, zwischen Schweden, Niederlande und Deutschland relativ ähnlich. Also es ist ein Marktgeschehen und so weiter und so weiter. Was aber sehr unterschiedlich ist, trotz dieser Ähnlichkeiten in den Strukturprinzipien, ist, dass irgendwie Kapitalismus in Schweden ein bisschen was anderes ist wie Kapitalismus in Deutschland und Kapitalismus in Deutschland ein bisschen was anderes wie in den Niederlanden und ein bisschen was anderes wie in Frankreich. Und also wir haben trotz ähnlicher Strukturprinzipien unterschiedliche Ausmaße, Ausformungen, scharfen Dynamiken von unterschiedlichsten Phänomenen. Das finde ich ziemlich wichtig für Analysen oder für die Bildungsarbeit. Ich finde es wichtig, zum einen darauf hinzuweisen, dass sowas wie Rassismus oder wie Rassismen sehr mächtig und sehr umfassend sind, und würde dann aber immer versuchen, auch die besondere Mächtigkeit versuchen, dabei herauszuarbeiten und aber auf keinen Fall zu vernachlässigen, auch wenn wir uns vorstellen, dass Rassismus umfassend ist und sehr mächtig, auf keinen Fall vernachlässigen, dass es auch alternative kritische Denkangebote gibt, dass es alternative Ideen gibt, dass es andere Praxisformen gibt. Und wir müssen oder wir dürfen nicht aufhören, zu versuchen, uns zu erklären, woher kommen diese alternativen kritischen Denkangebote, Ideen, Praxisformen. Also Rassismuskritik und Antirassismus ist sozusagen ein Phänomen, das für sich zu untersuchen ist. Und ich mir versuchen muss, zu erklären, woher das kommt und wie das möglich ist. Und wir sollten es nicht darauf reduzieren, dass alles umfassend rassistisch ist, weil dann können wir uns auch nicht mehr erklären, woher kommen eigentlich die Gegenbewegungen. Also es wird immer ein komplexes, kompliziertes Verhältnis sein, die Durchdringung von eine Verstrickung in, und wir werden keine umfassende Totalität, hoffe ich wenigstens, haben, sondern wir müssen uns eben auch erklären können, woher. Und hoffentlich können wir diese, auch durch unsere rassismuskritische Bildungsarbeit, diese stärker machen, die alternativen Ideen, anderen Praxisformen, andere Denkangebote. Wenn wir über Rassismen nachdenken, und ich benutze das ja die ganze Zeit schon im Plural, dann ist es interessant und wichtig, und dafür haben wir aber hier jetzt gar nicht die Zeit dazu. Aber es wäre für die Bildungsarbeit, glaube ich, ziemlich wichtig, und da müssten jetzt mehrere Vorträge folgen, dass wir uns mit kolonialem Rassismus auseinandersetzen, dass wir uns die Besonderheit des antisemitischen Rassismus anschauen, dass wir uns die Besonderheit des antiislamischen Rassismus anschauen, dass wir uns die Besonderheit des antislawischen Rassismus anschauen und so weiter und so weiter. Und dass wir aber gleichzeitig feststellen werden, um überhaupt diese Dinge als Rassismen identifizieren zu können, gibt es auch genügend Ähnlichkeiten, die übrig bleiben. Und ich hoffe, mit meinen Rassismusbegriffen oder mit den Rassismusbegriffen, ich habe sie auch nicht erfunden, sondern aus der Literatur, die wichtigsten Gemeinsamkeiten hier gefasst zu haben, um diese Phänomene, die in der Welt entsetzliches Unheil angerichtet haben, in unterschiedlicher Weise entsetzliches Unheil angerichtet haben, um die in ihrer Gemeinsamkeit auch fassen zu können. Obwohl es zwischen all diesen schrecklichen Phänomenen große, große Unterschiede gibt. Zur Vielfalt von Rassismen, also ich würde sagen, Rassismen stellen ein weltweites Phänomen dar, und in verschiedenen Ländern und Regionen der Welt werden Kriege und innergesellschaftliche Konflikte mit Logiken gerechtfertigt und durch Großgruppenkonstruktionen, Mechanismen geformt, also Mechanismen wie Dichotomisierung, Stereotypisierung etc. Ideen, das würde Stuart Hall sagen, des Racism of the West durchaus ähneln.
Allerdings lassen sie sich nicht immer, also diese verschiedenen Rassismen, die es weltweit gibt, auf das Repräsentationssystem im Kontext von Kolonialismus und Shoah, beziehungsweise auf die europäischen Muster der Konstruktion innerer und äußerer anderer zurückführen. Ne, man könnte innerer anderer, da könnte man sagen, die Konstruktion einer jüdischen Rasse hat mit inneren anderen zu tun. Im Kolonialismus oder in der kolonialen Eroberungs- und Ausbeutungsgeschichte Europas in der Welt kam es zur Konstruktion äußerer anderer. Wobei diese inneren und äußeren anderen, sobald die Konstruktionen da sind und hergestellt werden, jonglieren die auch zwischen innen und außen. Aber es muss jeweils länder- und regionalspezifisch genauer gefragt und geforscht werden, wenn es um spezifische Rassismen geht. Gleichzeitig gibt es innerhalb der europäischen Gesellschaften auch Rassismen, die wechselseitig zwischen den direkt Betroffenen und durch sie benutzt werden, wobei diese Rassismen teilweise auf die vorherrschenden und dominierenden Formen zurückgreifen, teilweise aber auch besondere Formen von Rassismen der Dominierten darstellen und teilweise bei Migrierten auf rassistische Traditionen in den jeweiligen Herkunftsländern beruhen. Wichtig ist hierbei festzuhalten, dass solche Rassismen der Dominierten vor allem auf den interpersonell interaktiven und intrapersonell subjektiven Ebenen wirken. Also die Vorstellung, dass auch Migrierte, dass auch Geflüchtete in rassistischer Weise sprechen und handeln können, finde ich für eine rassismuskritische Bildungsarbeit wichtig, dies festzustellen und wahrzunehmen. Gleichzeitig findet dies aber in strukturellen und diskursiven Verhältnissen statt, die sozusagen eine andere Form der rassistischen Dominanz haben. Wenn wir nochmal zurückschauen auf den Begriff Rassismen, zu Rassismus, da habe ich versucht zu betonen, dass die Frage nach der Macht, nach der Dominanz, nach der Vorherrschaft von zentraler Bedeutung ist. Und meine Idee ist auch für die rassismuskritische Bildungsarbeit, dass es zum Beispiel in einer Schulklasse die verschiedensten Kinder und Jugendlichen durchaus rassistische Vorstellungen haben, dass aber bestimmte Jugendliche und Kinder in dieser Klasse sozusagen zur Zielscheibe dominierender Rassismen werden und dies dann nicht nur auf einer interaktiven Ebene, sondern eben auch durch die Medien, durch Gesetze, durch Strukturen, durch ein bestimmtes Migrationsregime, ein bestimmter Blick auf die Geflüchtete, eine bestimmte Praxis gegenüber Geflüchtete, eine bestimmte Praxis gegenüber Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, in Griechenland anlanden, nicht mehr weiterkommen und so weiter und so weiter. Also das ist sozusagen nicht nur eine interaktive oder personale Ebene, sondern das wären dann jeweils diskursiven, umfassende, strukturelle Ebenen. Und die sind gerade bei dieser Unterscheidung, die hier getroffen wird, überaus wichtig.